Wer leitet euch auf diese Erde? Und wer schickt euch einen Wind voll mit Erbarmen? Voll mit Erbarmen. Was steckt im Wind als Erbarmen? Da steckt, die Pflanzen geben ihre Lokah, das heißt, womit es andere Pflanzen angebaut werden, das geht alles im Wind. Und dann landen sie irgendwo und dann kommen dann dadurch neue Pflanzen und neue Bäume. Wer macht das außer Allah? Und dann sagt, أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ. Und wer hat diese Erschaffung am Anfang gemacht? Und wer wird euch am Tag der Auferstehung zurückbringen? Und wer versorgt euch vom Himmel und Erde? Hast du eine andere Antwort? Bitte, bitte. Such mal, vielleicht gibt es eine andere Antwort. Heute lassen wir das alles. Gibt es jemanden, der behauptet, er hat eine einzige Sache von nichts erschaffen? Ich möchte ihn mal kennenlernen. Dann können wir ihm vielleicht ein Raka für ihn geben. Ja. Wenn jemand etwas erschaffen hat aus dem Nichts, dann können wir ihm eine Beugung geben, einmal niederwerfen, aber eine Herausforderung von Allah Ta'ala. Keiner erschafft von dem Nichts außer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und eine Herausforderung von Allah Ta'ala, indem er sagte, Ja, ayyuhan nas, ضرب لكم ضرب مثل فاستمعوا له او ihr Menschen, hier, ich präge euch ein Gleichnis, ihr sollt zuhören, sagt Allah. Ha? Das heißt, wir müssen jetzt zuhören, dieses Gleichnis müssen wir ihn hören. O ihr Menschen, hier, ich präge euch ein Gleichnis, ihr sollt zuhören. Was ist dieses Gleichnis? إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهِ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. الله سبحانه وتعالى ذاك diejenigen, die ihr anstatt Allah anruft und anbetet, sie können nicht mal eine Fliege erschaffen. Auch wenn die ganze Menschheit sich zusammenschließt, um eine Fliege zu erschaffen, können sie es nicht. Und noch mehr, noch tiefer geht Allah Ta'ala. Er sagt nicht nur, und wenn die Fliege ihnen von ihrem Essen etwas klaut, diese kleine Fliege, die kommt auf das Essen, tück, sie nimmt etwas und dann geht sie weg. Allah Ta'ala sagt, wenn die Fliege ihnen von ihrem Essen etwas klaut, sie können es nie wieder zurückgewinnen. Sie können die Fliege fangen und versuchen mal das zurückzugewinnen, werden sie nie. Deswegen sagen wir zu den Forschern, also das ist Nummer eins, ein Forschungsergebnis, ohne 4 Milliarden Euro dafür auszugeben. Wenn die Fliege etwas wegnimmt, du kannst so viele chemische Reaktionen, so viele chemische Lösungen, um das zurückzugewinnen, wirst du nicht zurückgewinnen. Weil Allah Ta'ala sagt, wenn die Fliege ihnen etwas wegnimmt, sie werden es nie zurückgewinnen. Damit Allah Ta'ala die Schwäche der Menschen zeigt. Ihr seid schwach. Euer Wissen ist gar nichts. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Und was euch an Wissen gegeben wurde, ist ganz wenig. Aber auf einmal ist er stolz. Professor so und so. Als ob er etwas ist. Hallo, hast du dich vergessen? Du warst in deiner ersten Erschaffung warst du erstmal gar nichts. Du warst ein X. Gar nichts. Keiner wusste, dass du überhaupt kommst. Allah hat dich vom Nichts gebracht in diesem Leben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, du warst ein Wasser, kurze kleine Tropfe. Und hier, meine liebe Brüder, und das sagen wir, damit ein Muslim immer sich daran gewöhnt, auf der Erde umherzugehen und zu gucken und zu beobachten und zu begreifen. Viele sehen die Sonne, viele sehen den Mond, aber sie sagen, ach, schöner Mond,
Ein Muslim sagt nicht, ach, schöner Mund. Er sagt, ah, gepriesen sei derjenige, der das erschaffen hat. Er geht höher. Das ist ein Muslim. Nicht, ach, schöner Mund. Ach, schönes Wetter heute. Ach, wie kühl. Ach, wie. Ein Muslim verbindet alles mit dem Lobpreisen. Und dass er Allahs gedenkt, das ist der richtige Muslim. Guck dich, mein lieber Bruder, seist du Professor oder Doktor oder Ingenieur oder egal was du bist, oder Mathematiker, dann hör zu. Du warst damals, das ist deine Geschichte, du warst damals ein Teil von den Spermas, die dein Vater bei deiner Mutter, in ihren Gebärmutter, geschossen hat. Und dieses Sperma war so klein, dass man ihn nicht mit einem Mikroskop sehen kann. Und neben dir waren Millionen Sperma. In dem gleichen Wasser, ein Zentimeter Wasser, gibt es Millionen Sperma. Ein einziger, damit du weißt, wie du gekommen bist. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich so erschaffen, dass die Frau einmal im Monat für 4 bis 5 Stunden das sogenannte Ei, Al-Buwaida, Eizelle, Eisprung, dieser Eisprung hat, wo diese Eizelle rauskommt. Die ist nur für gezählten Stunden da. Aber Allah will, dass du kommst. Er kennt deine Augenfarbe, deine Haarenfarbe, alles Mögliche. Und deine Versorgung und deine Seele ist bei ihm, wo du gar nichts warst. Und er wird diese Seele in deinen Körper einhauchen lassen. Und dann diese Eizelle kommt in einem wunderschönen, in eine wunderschöne Art und Weise. Sie kommt raus in 3-4 Stunden wie ein Braut. Warum wie ein Braut? Weil um die Zelle, es ist eine chemische Lösung, die sie wirft, damit sie einlädt. Damit sie kennen, wo sie sich befindet. Und dann auf einmal beginnen die Spermas alle zu rennen Richtung Zelle. Und das ist für sie genauso wie bei dir, tausende Kilometer zu rennen. Für sie ist das tausende Kilometer. Natürlich, nicht alle sind stark. So viele sterben auf dem Weg. Aus Hunger. Außer, das ist jetzt nur ironisch. Aus Durst. So viele. Manche bekommen einen Bruch und dann bleibt er da. Der andere, der hat keine Luft mehr. Und sie rennen. Wer kommt? In Endstation. Da kommen ein paar gezählte, starke Spermas. Die kommen und dann auf einmal, die Zelle gibt den Befehl. Nur ein einziger kommt rein. Wer? Nur der Stärkste. Und wer ist der Stärkste? Derjenige, der diese Höhle, der diese Schicht über mich durchdringelt. Denn er braucht extra Kraft. Und auf einmal wetteifern sie, wer reinkommt. Und dann kommst du, ein Teil, die Hälfte, du kommst rein. Und dann auf einmal werden die Türen alle automatisch geschlossen. Dass kein anderer weiter reinkommt. Zu, für immer. Und dann gleich in diesen Mikrosekunde fängt es an, Vermehrung der Zellen. Wer hat diese Ordnung gemacht? Wer hat das gemacht? Allah. Das ist Allah. Und dann auf einmal, in 40 Tagen, bist du Nutfa. Nutfa, das ist das, diese Sperma mit dem Ei. Am Anfang ist es ein Nutfa. Und dann Alaqa. Dann hängst du wie ein Hänge. Du hängst über den Rahim als hängende Klumpe. Du hängst an den Rahim. Alaqa. Und auf einmal der Rahim bereitet sich. Er bereitet den Platz für den Embryo, indem er mehrere Schichten baut. Diese Schichten sind mit Adern, Versorgungsadern. Auf einmal brauchst du Essen und Trinken. Und dann bist du Mudra. Wie ein gekauktes Fleisch. Das warst du, Monsieur le Professeur. Das warst du. Mudra. Mudra wie ein gekauktes Fleisch. Und dann auf einmal von diesem gekauktes Fleisch. So klein. Dann kommen auf einmal Knochen. Knochen? Welche Knochen? Knochen für den Kopf, für die Hände,
für die Füße, für die Beine in diesem kleinen Geschöpf, ja, Knochen. So klein, aber Knochen. Und nach dem Knochen kommt das Fleisch darüber. Auf einmal alles läuft mit einer Ordnung. Und das beobachten ja die Mediziner und die Biologen. Alles beobachten sie ganz genau. Aber wie ein Wissenschaftler aus Frankreich sagte, als er bei der Beobachtung war, auf einmal geschieht was Außergewöhnliches. Im vierten Monat, in den 120. Tag, passierte etwas an. Das ist ein Lebewesen jetzt. Leben ist reingekommen. Die Seele wurde eingehaucht. Die Seele wird eingehaucht. Da sagt er, hier, keine Ahnung. Da ist ein Effekt passiert von irgendwo, dass dieser auf einmal jetzt hört und sieht und spürt und spielt und alles Mögliche. Die Seele ist reingekommen. Wer hat das alles gemacht? Wer gibt diese Seele? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Meine liebe Brüder, du kommst raus, schwach, du weinst und du gehst und die Leute und du stirbst und die Leute weinen über dich. Also das erste Mal weinen und das letzte Mal weinen. Das ist Dunya, das ist diese Welt. Weinen und weinen. Du bist zwischen zweimal weinen. Ja? Also du kommst mit dem Weinen und du verlässt die Erde wieder mit dem Weinen. Und nicht nur, du kommst schwach. Und du verlässt die Erde wie? Stark? Schwach. Bei dem Tod. Der Rücken wird so.